Die Übersetzungsmaschine. Ich hab's euch ja gesagt. Lua ist fantastisch. Worüber lacht ihr denn? Lua erzählt einfach die besten Witze im ganzen Babytal. Toll, ich will auch darüber lachen. Und ich auch. Ich verstehe leider kein einziges Wort. Und ich auch nicht. Aber wir wollen unbedingt verstehen, was sie sagt. Nun beruhigt euch, Babys. Ich habe schon eine Idee, wer uns dabei sicher helfen kann. Tina! Hä? Ich habe euch schon erwartet. Was kann ich denn für euch tun? Wir wollen... Erzähl es mir nicht. Kannst du uns bitte dabei helfen, Lua zu verstehen? Ich soll euch dabei helfen, Lua zu verstehen? Na, da habe ich genau das Richtige für euch. Das hier ist es nicht. Und das auch nicht. Aha, hier ist er. Der Helm der Übersetzung. Was für ein toller Name. Und diese wundervollen Kristalle sehen wirklich sehr süß aus. Dann testen wir mal. Na mach schon, Lua. Erzähl uns einen Witz. In dem Tal nennen sie mich Ziege. Warum, weiß ich nicht. Das ist so gut. Hey Lucy, warum lässt du sie nicht am Wochenende bei uns? Bitte, bitte, bitte. Okay, in Ordnung. Warum trocknet der Ozean nicht? Weil er kein Handtuch hat. Oh. Der war echt toll. Du bist ein fantastischer Witzeerzähler. Ah, da fällt mir noch einer ein. Seht euch das an. Ich komme vom Mars. Ich werde euren Planeten übernehmen. Ich bin ein Roboter. Piep, piep, piep. Ich bin ein Mann mit Schnurrbart. Du bist das Lustigste, was wir jemals erlebt haben. Und weil du so lustig bist, bekommst du von mir eine ganz besondere Trophäe. Und von mir bekommst du tanzende Seifenblasen. Wir wollen dir alle dafür danken. Ein Hoch auf Lua. Lua, 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 Lua. Lua, wir gehen. Setz den Helm wieder ab. Ich will aber nicht. Ich muss noch etwas aufführen. Ich bin jetzt nämlich ein Comedy-Star. Du bist jetzt was? Wir wollen gern, dass sie noch ein paar Tage bei uns bleibt. Sie ist so unterhaltend. Aber sie muss wieder zurück nach Hause. Ach, Lucy, nun habt euch doch nicht so. Lass sie noch ein bisschen spielen, ja? Na gut, mach ich. Versuch wenigstens, mich ein bisschen zu vermissen, okay? Liebe Babys, hier kommt der Superstar Lua! Ein Künstler braucht auch mal eine Pause. Sie warten schon alle. Da hinten beim großen Baum. Du kannst ein anderes Mal spielen. Na los, komm schon. Ja! 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 Yay! Bravo! Los, komm. Der nächste Auftritt wartet. Fantastisch! Hey, wo ist Lua? Wir müssen sie finden. Wir müssen doch wissen, wie der Witz endet. Ich kann nicht mehr. Ich will wieder nach Hause. Da ist sie! Lua, Lua, Lua! Lua, 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 Lua! Erzähl noch einen Witz, bitte, von Robotern. Komm schon. Lua! Lua, Lua! Hey, geht's dir gut? Ich habe gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Ich will keine Witze mehr erzählen. Ich will mit dir nach Hause gehen. Oh, das war wohl zu viel für dich, oder? Aber du bist so lustig. Wir wollen den ganzen Tag Witze hören. Sie sagt, sie kommt ein anderes Mal wieder. Sie will jetzt nur noch nach Hause. Und weißt du was, Lucy? Das nächste Mal passen wir auch viel besser auf Lua auf. Fantasy Magic! Wow! Oh! Du bist ein toller Künstler! Oh! Cry, babies, cry, babies, now.
Tiers, die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Crybabies. Leckerer Eisspaß. Es ist so heiß. Warum kommt ihr nicht auch hier rein und erfrischt euch? Unsere Wolke hält uns immer schön kühl. Ich habe da eine Idee, wie du dich abkühlen kannst. Na dann beeil dich mit deiner Idee. Mein Kopf glüht schon. Ja! Oh wow, mein Cupcake ist zu einem Eis geworden. Mein Kinderwagen. Nein! Und, schmeckt das lecker? Ja, aber euer Eis schmeckt doch irgendwie eigenartig. Auf dem Fantasyberg essen wir immer Eis aus irgendwas. Und uns schmeckt das immer hervorragend. Mein schmeckt auch lecker. Lass mich auch probieren. Ja, lecker. Das schmeckt lecker. Lecker. Naja, es schmeckt auch nach Cupcakes und nicht nach irgendwelchen Dingen. Aber ich mag's lieber, wenn es nach Dingen schmeckt. Und wie wär's, wenn wir meine Cupcakes mit eurer Eiscreme zusammenmischen? Das ist die Idee. Ich denke, mit diesen Objekten und den Cupcakes bekommen wir etwas, was alle wollen. Das ist eine tolle Idee. Hut und Beere, Hutbeere. Schokolade und Trinkbecher, Schokobecher. Ballon und Vanille, Ballonille. Dieser Geschmack ist wirklich einzigartig. Und auch sehr erfrischend. Ich dachte, wir nennen ihn Fantasiemischung. Auf geht's! Wir machen die Eiscreme und ihr bringt sie dann zu den anderen. Bitte bring auch eins zu mir nach Hause. Und zu mir auch. Und zu mir. Wie soll ich es schaffen, das alles auszuliefern? Ich habe eine Überraschung für dich, Conny. Und jetzt mach die Augen wieder auf. Ja. Ich habe deinen Kinderwagen umgebaut. So kannst du das Eis besser ausliefern. Ja, der Eiscreme-Express. Ja, klasse. Yay. Es macht so einen Spaß, Eiscreme zu machen. Eis ist da. Kommt her und holt es euch. Mir ist heiß. Ich möchte bitte ein Eis. Mal sehen, wie Trommeleis schmeckt. Ich werde gleich ein Eis machen mit... Hiermit. Das macht Spaß. Wer zu Eis? Wer zu Eis? Wer zu Eis? Danke. Ich gehe jetzt Snowboard fahren. Wuhu. Na gut. Das war jetzt das letzte Eis. Das ist nicht der Geschmack, den ich wollte. Kannst du mir noch eins bringen? Ich will auch noch drei. Wann ist die Eiscreme endlich fertig? Hä? Achtung, Babys, wir brauchen... Was bitte ist hier los? Nun ja, es ist nichts mehr übrig. Da, es ist noch ein Frisbee übrig geblieben. Hey, lauf nicht weg, ich brauche den Frisbee. Komm zurück, die Babys wollen mehr Eis. Gib mir den Frisbee. Geht es dir gut? Was ist los mit Conny? Wir haben Conny wohl überfordert mit unserer Nachfrage nach mehr Eis. Conny hat es wirklich toll gemacht und wir sollten sie dafür belohnen. Wie wär's mit einer Überraschung? Helft ihr uns dabei? Wir benutzen dafür all unsere Lieblingssachen. Und jetzt Fantasy-Mischung. Verwandelt sie in leckere Eiscreme. Wow. So viele tolle Farben. So groß. Conny, das hier ist für dich. Ja, du bist die danke. Allerbeste Freundin. Das ist der leckerste und erfrischendste Eisberg auf der ganzen Welt. Magic Tears! Wow! Ja! Es ist ein Selbstbedienungs-Eiscreme-Stand. Wieso habe ich nicht gleich daran gedacht? Ja! Toll! Super! Ja! Ich mag immer noch lieber Eis, das nach Dingen schmeckt. Tears.
Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Crybabies. Wir gehen campen. Es ist Zeit für die Teeparty. Sind die Cupcakes schon fertig? Sie sind im Ofen und brauchen noch einen Moment. Pandy wird mein neues Teeservice sicher gefallen. Ist es nicht wunderschön? Hm? Ich komme. Es sind schon alle da. Na komm. Aber los, schnell. Wir wollen ein tolles Picknick machen. An einem fantastischen Ort, wo es große Brombeeren gibt. Ja, ja, wir gehen in die Natur. Hey, was ist mit meiner Teeparty? Cutie, bitte hol die Cupcakes aus dem Ofen. Wir machen einen Ausflug. Ich verspreche dir, das wird lustig. Du wirst es lieben. Ich will aber nicht in die Natur gehen. Hm? Oh. Hey, habt ihr Cutie gesehen? So, das sieht doch perfekt aus. So fliegt das Zelt bestimmt auch nicht weg. Wohin willst du denn mit dem ganzen Zeug? Ich hab nur das Nötigste dabei. Das alles braucht man doch gar nicht in der Natur. Aber den Kompass hier schon. Ach, Quatsch. Lady Titi, wir gehen Brombeeren sammeln. Komm doch bitte mit. Das macht Spaß. Hey, Pan, wo bist du? Pan? Lady, schnell, wir müssen zu den anderen. Hast du gesehen, wie groß sie sind? Ich wette, die sind giftig. Ich sammle die auf keinen Fall. Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Hey, du kannst jetzt aber nicht schlafen. Wir müssen doch alle zusammenbleiben. Es ist sehr wichtig, dass wir zusammenbleiben, sonst gehen wir verloren. Das ist einfach unglaublich. Lady! Was machst du? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich hab doch keine Angst. Ich hab nur gesucht. Nach Brombeeren. Schon klar. Wir müssen jetzt los. Es wird gleich dunkel. Ich kenne den Weg zurück. Ich habe ja meinen Kompass. Du und dein komischer Kompass. Ich finde den Weg auch so nach Hause. Was ist das? Muss ich mich hier wirklich um alles kümmern? Wow, das war einfach unglaublich. Na komm schon, da entlang. Stopp, hier geht's lang. Folge mir. Oh Mann, ich bin so hungrig. Ich würde alles für einen Cupcake von Conny geben. Ich hab Hunger. Wie lange dauert's noch? Da! Chichi, Lady! Ja! Wir sind da! Ja! Ja! Ja. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich hatte nämlich ganz schön Angst im Wald. Und dank dir und deinem Parfum waren wir am Ende doch noch ein gutes Team, oder? Magic Tears! Wow! Ja! Dann machen wir meine Teeparty jetzt in der Natur. Es fehlen nur noch deine Cupcakes, Conny. Ja, aber ich weiß leider nicht, wo Cutie ist. Da bist du ja! Cutie, Pan, ihr seid einfach großartig. In der Natur ist es doch wunderschön. Vielen Dank. Ja, ja. Danke, Freunde. Cry, Babies, Magic Tears. Die Welt voller Freundschaft.
des verzauberten Schnullers. Spot, ich hab dir doch gesagt, dass gute Hunde nachts nicht bellen. Was sehe ich da? Halluziniere ich? Ihr habt keine Ahnung, wie schrecklich es mir ging. Ich hatte so viel Angst, dass ich gar nicht geschlafen habe. Aber Schnuller aus Diamanten gibt es nicht. Das ist unmöglich. Vor allem keine, die fliegen. Vielleicht war es ein Traum. War es nicht. Ich hab ihn doch aus dem Fenster fliegen sehen. Stimmt doch, Spot. Das ist doch sehr verdächtig. Komm schon, Spot. Gib es zu. Wo hast du den Diamantenschnuller hingebracht? Das war nicht Spot. Dottie sagt die Wahrheit. Das sind die Fantasies. Und ich glaube, sie wissen noch einiges mehr. Natürlich wissen wir mehr. Dottie hatte eine Begegnung mit dem verfluchten Diamantschnuller. Seht ihr, ich hab doch gesagt, dass ich nicht lüge. Die Legende besagt, dass der Diamantschnuller alle 100 Jahre zum Leben erwacht. Ein ungezogener Geist. Nur Cupcakes können ihn vertreiben. Ein verfluchter Schnuller? Klingt gruselig. Ich mache super viele Cupcakes. Babys, macht euch keine Sorgen. Hier gibt es ein Geheimnis. Und Detektiv Cammy ist entschlossen, es aufzuklären. Wenn der Geist zurückkommt, werden wir zusammen sein. Und niemand wird uns besiegen können. Ich glaube immer noch kein einziges Wort. Und Geister gibt es nicht. Und ich werde das dank diesem Kostüm auch beweisen. Hey, nicht einschlafen, Schlafmütze. Ich habe ein paar Flaschen und Cupcakes vorbereitet, um uns zu schützen. Danke, Conny. Babys, die sind nicht zum Essen. Die sollen den Geist vertreiben. Das ist lecker. Ich hab nicht mal mehr Angst. Wirft hinter mir, oder? Helf mir! Oh nein, ich glaube, meine Cupcakes verteilen ihn nicht. Die sind lecker. Sollte der Geist keine Angst vor Cupcakes haben? Sie haben die Geschichte vollgeschluckt. Und wir essen ihre Cupcakes. Ihr hättet Dottis Gesicht sehen sollen, als sie den Diamantenschnuller gesehen hat. Aha, jetzt wird mir so langsam alles klar. Diese kleinen Geister wollten Coneys Cupcakes. Euch werde ich heimzahlen. Also ich gehe mal mehr davon holen. Ja, für mich welche mit Erdbeeren. Für mich mit Schokolade. Jetzt! Ha, ha. Hier sind eure Cupcakes, ihr Streichgeist. Nein! Sieg von Cupcake, das ist wirklich eine Legende. Verzeiht ihr uns? Es war nur ein Streich. Hier, ich gebe dir meinen Diamantenschnuller. Vielen Dank! Aber das hat Spaß gemacht. Ich liebe es, Detektiv zu spielen. Mehr Cupcakes? Schaut euch diese blaue Träne an. Cry.
Feuerkräfte. Heute gehe ich zum Springbrunnen. Ja! Oh! Wer sagt's denn? Habt ihr den Trick gesehen? Wir haben nur gesehen, wie du verrückt herumgeflogen bist. Es ist jeden Tag dasselbe. Du musst aber viel vorsichtiger sein. Beinahe hättest du meine schöne Blume kaputt gemacht. Und meine Tröte gleich mit. Und mich stresst das total. Ich dachte, dass ihr euch darüber freut. Ich bereite euch nur Probleme. Ich bin eine Katastrophe. Dann höre ich eben auf mit dem Fliegen. So kann ich wenigstens niemanden ärgern. Wenn niemand fliegt, steht die Luft still. Und auf dem Fantasyberg wird sich nichts mehr bewegen. Ich habe Marshmallow-Törtchen in meinem Ofen. Kannst du für mich darauf aufpassen? Ich bin sofort wieder zurück. Klar. Wenn du ein Geräusch hörst, flieg runter und mach den Ofen aus, okay? Ja, klar. Oh. Ich habe meine Tröte vergessen. Kannst du sie kurz rüberfliegen? Nein, ich flieg nicht mehr. Das in mein Haus? Bitte. Das ist Farbe für die magischen Pinsel. Ich muss los zum See. Danke. Das musst du probieren. Ein neuer Geschmack. Okay. was wollte ich noch mal? Ach ja, die Tröte. Oh nein. Rosis Farbe. Die magischen Pinsel, die malen mit Eiscreme. Was habe ich getan? Oh, die Marshmallow-Törtchen. Das ist ein Albtraum. Die Tröte. Oh. Hey du! Gib sie her! Nein! Schau dich hier doch mal um. Dann kannst du deine Gabe erkennen. Das war ich? Verstehst du das nicht? Du hast noch nie mit dem Fliegen aufgehört. Und wenn du es doch tust, wird hier alles stillstehen. Du hältst alles am Laufen. Du musst wieder fliegen. Aber das Fliegen bereitet nur Probleme. Und ich will keine Probleme machen. Ich werde nicht fliegen. So ist das nicht. Denn Fliegen ist ein Teil deiner Natur. Du musst dabei nur noch etwas vorsichtiger sein. Das ist alles. Also, flieg! Ich bin gleich zurück. Vertraut mir. Ja! Die Tröte. Das war unglaublich. Ich habe das Fliegen so vermisst. Fantasy Magic Tier! Ah! Wow! Oh! Oh! Oh. Ein Hoch auf Jenna und ihre Flügel. Ich brauche nach all dem Trubel ein langes Nickerchen.
Letztes Mal habe ich sie fast gefangen. Ja, ja, beinahe. Uff. Gigi, Superwurf. Fang! Lacht nicht. Das war ich nicht. Das kriegst du zurück. Wer ist das? Was ein tolles Kostüm. Es hat eine Krone dabei. Fasst sie nicht an. Sie ist eine Fantasy. Eine was? Ich habe über sie in einem Comic gelesen. Ich weiß alles über den Fantasyberg. Du bist wirklich fantastisch. Die Arme. Kommt, wir bringen sie zurück zu meinem Haus. Autsch, das reicht jetzt. Akzeptier es einfach. Du kannst nicht fliegen. Hey, ich lerne noch. Aber ich bin sehr gut darin, die Zeit anzuhalten. Haha, die Zeit anhalten. Was für eine Superkraft. Das ist Superkraft. lecker. Na komm, wir müssen Feli finden. Hey. Ich mache es wieder gut. Wo bin ich? In unserem Tal. Und wer bist du? Ich bin Feli. Wo kommst du her? Vom Fantasyberg. Durch das Portal. Oh je, sie hat sich wohl den Kopf gestoßen. Sie ist in einem schlechten Zustand. Nein, ich sag's dir doch. Sie ist eine Fantasy. Hast du Superkräfte? Kannst du fliegen oder verschwinden? Gibt es da wirklich eine Wolkenrutsche? Da ist sie, entspannt wie eh und je. Komm schon, lass uns gehen. Wow. Nein, warte. Feli, wie komme ich zum Fantasyberg? Durch das Portal. Sucht nach dem Herz mit Flügeln. Man wird es nicht immer sehen. Klatsche dreimal, halte deine Hände an den Kopf. Dann an die Hüfte, hüpfe nach vorne und dann nach hinten. Je mehr du dich bewegst, desto schneller öffnet es sich und rufe. Ein Schritt nach hier, ein Schritt nach da und das Fantasy-Portal erscheint. Na klar. Du hattest recht. Glaubt ihr mir jetzt? Gehen wir zum Fantasy-Berg. Aber wie sollen wir das Portal finden? Hä? Ich komme gleich. Ich muss nur noch meine Sachen holen. Hey! Hey! Au! Das Herz mit Flügeln! Yay! Yay! Ein Schritt nach hier, ein Schritt nach da und das Fantasy-Portal erscheint. Na klar! Ja! 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 Wow! Wow! Gigi hatte recht, das ist die Wolkenrutsche. Oh, schau! Deine Fliege! Oh! Sie ist ein Diamant. Willkommen, wir haben Gäste. Sie ist unsichtbar. Sie fliegt. Danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Jetzt komme ich! Die perfekte Seifenblase. Ich liebe Seifenblase.
Es wäre toll, mit Seifenblasen zu spielen, die so groß sind, dass es regnet, wenn sie zerplatzen. Stellt euch vor, dass sie so hart wären, dass man sie wie Ponys reiten könnte. Oh, die hier sind sehr klein. Unmöglich, sie einzufangen. Ich habe die Lösung. Wir sollten die perfekte Seifenblase machen. Ja! Die Wissenschaft, die hinter Seifenblasen steckt, ist sehr kompliziert. Mit diesem Rezept erschaffen wir die perfekte Seifenblase. Wir brauchen Wasser, Seife und den Seifenblasenmacher 3000 Plus. Wow! Cool. Wow! Was für eine Erfindung! Es ist riesig! Und die Farbe ist schön. Zuerst müssen wir die Seifenblasenflüssigkeit machen. Ich will Farbe dazu tun, dann bekommen wir farbige Seifenblasen. Ich mache mein Parfüm dazu, dann riechen sie gut. Und ich mache meine Erdbeerkuchen rein, dann schmecken sie richtig gut. Bäh, Seifenblasen isst man nicht. Nein, nein, nicht noch mehr reinwerfen. Wir müssen uns an das Rezept halten. Na gut, okay. Die Flüssigkeit ist fertig. Jetzt alle pusten. Hä? Lady, ich sagte alle. Oh, okay. Immer musst du alles bestimmen. Alles klar, Babys. Einatmen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los, los. Pustet stärker. Bitte komplett außer Atem sein. Haustiere, bereit? Die Seifenblasen sind riesig, aber sie gehen schnell kaputt. Sie sind nicht perfekt. Ich kenne die Lösung. Wir brauchen mehr Seife! Juhu! Ja! Mehr Seife! Hey, ich glaube, das ist zu viel. Man kann nie zu viel Seife benutzen. Bleibt alle, wo ihr seid. Das ist sehr gefährlich. Wir haben so viel Seife reingetan. Wer weiß, was passiert? Was macht ihr denn hier? Zurück auf eure Plätze. Baby, schau! Oh. Aber was? Oh. Ah! Hilfe! Diese Seifenblase ist unplatzbar. Ihr habt es mit der Seife übertrieben. Ich habe es gesagt. Haltet euch an das Rezept. Ihr denkt, alles ist ein Spiel. Schaut, was passiert ist. Ein Spiel! Was ist es? Wisst ihr noch, wie wir die kleinen Seifenblasen kaputt gemacht haben? Hä? Spielen! Nein! Ja! Wuhu! Halte durch, Süße! Wir holen dich raus! Danke, Lady! Entschuldigung, dass ich so brummig war. Aber was für eine riesige Seifenblase wir gemacht haben. Ja, obwohl wir es etwas übertrieben haben. Magic Tears! Oh, krass! Wow! Wow! Wie toll! Schaut euch die Farben an! Wow! Ja! Cry-Babies, Cry-Babies, Magic Tears. Die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Cry-Babies. Das versteckte Sternbild, Teil 1. Hallo? Hä? Was machst du, Wendy?
Ich suche nach einem Sternbild, das aussieht wie ein blauer Stern. Ich will das auch machen. Darf ich helfen? Klar, komm hoch. Zu deiner Rechten siehst du das Regenbogensternbild. Toll, so viele Farben. Der Gravitationsnebel Eiscreme ist zu deiner Linken. Gravitation was? Wie auch immer. Schau mal, ich kann den Mond sehen. Oh. Hm. Hä? Aber ich kann das blaue Sternbild nicht sehen. Ich weiß, ich auch nicht. Dieses Sternbild ist das einzige, das ich noch zeichnen muss. Es ist so weit weg, dass man es nicht sehen kann. Gute Nacht, Missy. Ich versuche es morgen nochmal. Was ist denn los? Oh, warte, das ist meine Schokoladenseite. So hab ich dich schon fotografiert. Hey! Hä? Wisst ihr, wo der ganze Lärm herkommt? Ja, das ist Missy. Sie hat mal wieder eine ganz große Idee. Missy, ha! Missy, du machst jede Menge Lärm. Und ich versuche zu schlafen. Morgen, Wendy. Halte mal bitte den Hammer für mich. Okay, du kannst ihn mir wiedergeben. Autsch, aua. Fertig. Ich habe die ganze Nacht an deinem Raumschiff gearbeitet. So kannst du endlich das fehlende Sternbild erreichen. Und jeder kann damit in das Weltall reisen. Vielleicht muss man noch daran feilen. Missy, es sieht nicht so aus, als ob es funktioniert, aber vielen Dank, du bist eine gute Freundin. Magic Tears! Wow! Daran müssen wir wirklich nicht mehr weiterarbeiten. Schau sie dir doch mal an! Juhu, es ist sogar eine Bedienungsanleitung dabei. Mach hier ein Foto von mir. Sehen wir schön aus? Das Raumschiff! Oh je, es hebt gleich ab! Wendy, nein! Was machen wir denn hier drin? Ich weiß nicht, auf was ich gedrückt habe. Hört auf! Vergesst das! Alle raus hier! Au! Ich bin ein Genie! Was war das? Wendy, Lena, Lady und Lulu sind ins Weltall geflogen! Ist das so? Wie kommen sie zurück? Zurückkommen? Zurückkommen! Du hast recht! Gruselige Sache. Zum Glück sind wir nicht abgeholt. Fast wären wir im Weltraum gelandet. Draußen ist es schon dunkel. Der Tag ist echt schnell vergangen. Lena, es ist nicht nachts. Wir sind im All! Das versteckte Sternbild, Teil 2. Was ist denn los? Wendy, Lena, Lady und Lulu sind ins All geflogen. Mit einem Raumschiff. Wir wissen nicht, wie sie zurückkommen. Ich wollte Wendy nur helfen, das blaue Sternbild zu sehen. Ist das die Bedienungsanleitung? Wir müssen sie lesen.
Darin wird stehen, wie wir das Raumschiff zurückbekommen. Aber wie sollen wir es ihnen sagen? Sie sind da und wir sind hier. Ich bin mir sicher, einer dieser Knöpfe bringt uns heim. Aber welcher? Ich wette, Missy weiß es. Wir sind mitten im Weltraum. Hä? Au! Natürlich, das Greifon. Haha, Kathi hat ein Tablet, oder? Wir können sie anrufen. Es sind Lena, Wendy und Lady. Sie sind in der Leitung. Juhu! Hey, schön, euch zu sehen. Bleibt ruhig, wir holen euch runter. Wie? Es ist dein Raumschiff. Was sollen wir machen? Okay, ganz entspannt. Das Raumschiff hat farbige Knöpfe. Ihr müsst eine Kombination eingeben, um es zu landen. Es ist wichtig, dass ihr das gleichzeitig macht. Passt gut auf, denn ihr habt nur 3 Versuche, bis euch die Magic Tears Power ausgeht. Die Kombination ist rot-rot-blau, grün-rot-grün, blau-gelb. Okay, verstanden. Ich drücke rot, rot und blau. Lena drückt grün, rot und grün. Und Lady drückt blau und gelb. Seid ihr bereit? Bereit für was? Los! Lulu, nicht! Erster Fehlversuch. Ich nicht. Lulu, das ist deine Schuld. Keine Sorge, ihr habt noch 2 Versuche. Auf geht's. Dieses Mal schaffen wir es. Los. Aber wo ist er? Ich finde den gelben Knopf nicht. 2. Fehlversuch. Übel. Oh nein, sie haben nur noch 1 Versuch. Ich hab's. Da ist er. Der gelbe Knopf ist auf dem Boden. Nein, das Tablet ist ausgegangen. Ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, mir anzuschauen, wie man Zwiebeln anbaut. Wo? Missy, ich kann dich nicht hören. Wo ist der Knopf? Oh nein, kein Empfang. Hä? Der Boden ist ein großer gelber Knopf. Ja! Okay, bereit? Zusammen schaffen wir das. 1, 2 und 3. Sie kommen nie mehr zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Was ist los, Wendy? Ich war so nah am blauen Sternbild. Aber ich konnte es nicht sehen. Lulu, was hast du denn da? Wow! Wendy, Wendy! Schau dir meine Fotos an! Naja, Lulu hat sie gemacht. Ich kann es nicht fassen. Das ist das blaue Sternbild. Von nun an soll dieses Sternbild Lulus Sternbild genannt werden. Magic Tears! Wow! Sternschnuppen an! Wow! Oh! Schau, Lulu, dein Sternbild! Zauberstab. 1, 2, 3, 4, 5. Ich komme, Lisa. Du kannst nicht weit weg sein. Schauen wir mal hier. Und hier. Und da. Hab dich. Komm her, Lisa.
Leser, ich hab dich gefunden. Nicht nochmal verstecken. Nicht schummeln. Leser, wo bist du? Leser? Ah. Wow, wie toll. Ah. Oh. Oh, was ist das für ein Buch? Fantasy World. Hm? Ah, es geht nicht auf. Leser. Oh, schau doch mal. Ein Zauberstab. Was ist los? Das ist ein toller Zauberstab. Besser als meiner. Hä? Lisa? Was ist mit dir passiert? Hm? Wow! Der ist wirklich magisch. Probieren wir ihn aus. Mhm. Sollen wir teilen? Okay, deine Hälfte, meine Hälfte. Aber du hast mein Stück gegessen. Nein, hab ich nicht. Das warst du. Du lügst. Ich will meinen Kuchen. Ich lüge nicht. Sch. Gewonnen! Unmöglich! Diese Figur war aber vorher nicht da. Du betrügst. Du nennst mich ein Betrüger? Mich? Ich meine es ernst. Hol den Ball, Spot. Na komm schon, nochmal. Du bist so lustig, Spot. Schau, was du gemacht hast. Schaut mal, ich wusste es. Jetzt ist auf einmal alles klar. Du warst das. Deinetwegen habe ich keinen Kuchen bekommen. Entschuldigung, das war keine Absicht. Findet ihr das nicht lustig? Für dich vielleicht. Wegen dir habe ich verloren. Das macht keinen Spaß mehr, weißt du? Oder mit Kuchen beworfen zu werden. Ich gehe. Ich auch. Geht bitte nicht. Es war nur ein Spiel. Ich habe einen Zauberstab. Schaut. Ich hab's. Vertrau mir. Hopp. Und hopp. Entschuldigen. Ich wollte nur meinen Zauberstab ausprobieren. Wir fühlen uns schlecht, weil wir uns über dich geärgert haben. Wir wissen, du hast ein gutes Herz. Magic Tears! Ja! 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 Wow, was für ein Kuchen! Ja! Super Schachtel! Wow! So toll! Danke, Lala. Jetzt macht das Spaß. Wartet ab, was ich mit dem Zauberstab noch alles machen kann. Oh, er lag genau hier. Und Lisa? Hat jemand Lisa gesehen? Lisa! Yippie, yay! Och, es ist noch nicht angekommen. Ich kann nicht abwarten, bis es endlich da ist. Es sollte eigentlich schon hier sein. Du wirst sehen, das ist das tollste Ding überhaupt. Juhu! Es ist da, es ist da. Endlich ist es angekommen.
denn los? Was los ist? Das ist der Super 3000 Plus. Ein Bewässerungsroboter. Wow, wie toll ist das denn? Er wird mir dabei helfen, meinen Biogarten zu gießen. Der ist aber süß. Wow! Oh! Was bedeuten diese Zeichnungen? Mal sehen. Es sieht wie eine Anleitung aus. Aber ich verstehe gar nichts. Ich auch nicht. Nala und Lea können uns bestimmt helfen. Kommt, wir besuchen sie. Hier, nimm. Ich bleibe bei Lady. Fasst ihn ja nicht an. Ich kenne dich. Okay, okay. Ich habe Katys Bewässerungsroboter kaputt gemacht. Wenn ich ihn so lasse, sieht er gar nicht so kaputt aus. Was hast du gemacht? Mein Bewässerungsroboter! Conny, warst du das? Ich habe ihn nur ein bisschen angestoßen. Ich habe wirklich nichts gemerkt. Entschuldigung, Katie. Mir tut es wirklich sehr, sehr leid. Na, dann musst du ihn Achtung! Hilfe! Der Roboter spielt verrückt! Ey! Nimm das! Oh, toll! Ich habe den goldenen Schnuller. Hey! Ich habe den goldenen Schnuller. Kaputt gemacht. Was? Entschuldigung, Katie. Entschuldigung, Conny. Ich weiß nicht, warum ich gelogen habe. Es tut mir leid. Wirklich. Aber du kannst mir sowas sagen. Ich beiße doch nicht. Ja, du warst sehr mutig. Außerdem bin ich mir sicher, dass es keine Absicht war. Du hast uns alle gerettet. Und das war ein unglaublicher Sprung. Also... Bist du nicht böse? Natürlich nicht. Es ist nur ein Bewässerungsroboter. Na gut, der 3000 Super Plus. Magic Tears! Oh, wie schön! Und super! Oh, wie toll! Das ist so klasse. Guck mal da oben. Ja! Yippie! Haha! Wisst ihr was? Er ist nicht kaputt. Ich habe den Roboter Springbrunnen bestellt. Und nicht den Bewässerungsroboter. Ich muss nächstes Mal wohl besser aufpassen. Hey Mädels. Und ich verspreche, keine Knöpfe mehr anzufassen. Das ist der beste Garten der Welt. Willkommen zu der ersten Ausgabe von Cry Babies mit Talent. Wer wird den großen Preis mit nach Hause nehmen? Los Mädels, bitte, alle auf die Plätze. Ja! Abracadabra, Hokus Pokus. Macht Platz für das Talent, Mädels. Nala,
nicht vordrängeln. Dottie ist die Erste. Das ist kein Problem. Das ist mir echt egal. Lass den Wettbewerb beginnen! Dieses Jahr begrüßen wir in unserer hochkarätigen Jury die immer freundliche Katie! Die entschlossene Fancy und Lady immer total verschlafen. Schauen wir uns den ersten Wettbewerber an! Ich bin dran! Nein, Dottie ist dran! Das ist okay. Lass Nala vor. Geh du, wenn du willst. Schluss jetzt. Nein, ich. Entschuldigung, Mädels, aber es wird Zeit, dass alle mein Talent sehen. Nala, komm zurück. Du bist nicht an der Reihe. Hört gut zu, denn sowas habt ihr bisher noch nicht gehört. Wow. Noch nie. Nala, du hast recht. So etwas haben wir noch nie gehört. Warte, ich kann was anderes spielen. Der Nächste! Geh du. Danke, Dotti. Sie kommt gleich wieder. Die Show muss weitergehen. Das nächste Talent! Ich! Lass mich jetzt ran! Aber Conny, jetzt ist... Tada! Das ist wirklich aufregend! Scharfer Kuchen? Diese Ausgabe hat wirklich alles. Guckt, wie ich spiele. Oh! Das nächste Talent, bitte. Was wir hier brauchen, ist Magie. Abracadabra. Nun wird der Ball verschwinden. Hä? Abracadabra. Lea ist wieder da. Oh, alles unter Kontrolle. Wow! Und nun verschwinde. Der Ball ist verschwunden. Na endlich. Und nun der letzte. Wie wäre es mit Erdbeeren? Bitte, diesmal. Lass mich sie klappen. Das ist wirklich toll. Sie machen weiter. Wisst ihr was? Ich gebe auf. Gibt es weitere Wettbewerber? Gut, da niemand mehr kommt.